Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzi-Folge. Und heute haben wir ein US-exklusives Spiel dran. Und zwar Toxic Crusaders. Ihr hört es schon an der sehr dramatischen Menümusik. Es wird uns hier wilde Abenteuer warten. Wobei, ich habe keine Ahnung. Also, es taucht ja immer wieder auf den Listen der schlechtesten Gameboy-Spiele überhaupt auf. Ich glaube, der enge Videogame-Nerd hat das ja auch mal erwähnt. Wobei, ich glaube, der Fokus da war eher auf der NES-Version. Wie gesagt, es ist exklusiv in den USA erschienen. Und ja, ich glaube, das war 93 oder 94. Und ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal rein, was uns da wartet. Es basiert ja auf einer Comic-Vorlage. Ich glaube auch, da gab es sogar einen Cartoon von. Aber ich glaube auch nur in Amerika. Also mir ist es zumindest nicht geläufig. Ja, und wir werden hier sofort reingeworfen und können uns verschiedene Charaktere irgendwie aussuchen mit verschiedener Lebensenergie. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen mal Toxi, das scheint so dem Cover nach zu urteilen, ein entsprechender Hauptcharakter zu sein. Und ich würde mal sagen, die Grafik sieht eher schlicht aus, kann gut sein, aber naja, okay. Also, wir sind ja dieser Charakter mit dem Mob als Angriff und wir können damit aber schießen, okay. Gucken, ob wir noch irgendwie was Besonderes können. Also wir können springen, ducken. Okay, ich versuche es gerade hier mal so Sonderangriffe zu machen, weil viele Spieler haben es ja zum Beispiel, wenn man hochspringt und dann nach unten drückt und einen Angriff drückt, dass man dann irgendwie eine besondere Attacke macht oder irgendwie sowas. Scheint es hier nicht zu sein. Okay, also auf die Basics konzentriert. Die Gegner sehen sehr eintönig aus. Soweit ich weiß, ist die Grundmessage der Serie und des Spiels eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Wegen Verschmutzung und so weiter. Und mit Mob muss das alles sauber gemacht werden. Wobei das jetzt hier jetzt nicht so rüberkommt. Seht ihr das? Also, ich kann ja... Ich nehme mal an, dass das sollen ja Reifen darstellen. Ne? Bietet sich ja an, irgendwie Industrie, Brake und das werden Reifen sein. Ich kann da vorbeilaufen. Also denke ich ja aus dem Bauch heraus, okay, das ist Hintergrund. Aber warum prallen denn meine Geschosse da ab? Das macht keinen Sinn. Und jetzt muss ich mich hier rantasten. Was ist denn das für ein bescheuertes Design? Weil normalerweise sind ja diese 2D-Plattformer alle auf einer Ebene. Es gibt natürlich Spiele, die haben das irgendwie als Feature eine Ausnahme, dass man auch irgendwie in den Hintergrund reingehen kann. Alles geschenkt, aber das verstehe ich jetzt nicht. Oh, die Musik, ey. Ach, die ist so möchtegern dramatisch, ohne das irgendwie hier passend zu unterhalten. Aber guckt euch mal das Level-Design an. Das ist einfach eine gerade Linie mit ab und zu irgendwie, dass es etwas runter oder hoch geht. Okay, saurer Regen, das macht ja alles Sinn. Es ruckelt sogar hier anscheinend, wenn ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los ist. Wo ich mich frage, weil das sieht ja echt nicht alles sehr anspruchsvoll aus. Jetzt habe ich hier eine Badewanne, wo... Okay. Jetzt haben wir hier oben Atomsymbole. Ich nehme das mal an, es sollen Atomsymbole sein, wo hier die Elektronen darum schwirren, wenn ich mich so an den Physikunterricht der 11. 12. Klasse richtig zurückerinnere. Oder was früher? Weiß ich gerade gar nicht, aber in Physik war ich nie gut. Das muss ich sagen, wobei es mit Atomen konnte ich mir immer komischerweise ganz gut merken. Auch diese Schussfrequenz. Also, ich verstehe das nicht. Oder schießt er quasi, also man muss das so als zwei Ebenen vorstellen. Mal gucken, so zwei Ebenen. Ne, hier, in der hier sind wir unterwegs. Und hier sind die Reifen, logischerweise. Schießt er denn so? So? Immer? Warum bleibt das hängen?
Das widerspricht den Gesetzen dieser Spielewelt irgendwie. Also der Gegner, gut. Wieso ruckelt das denn? Okay, da muss ich natürlich sagen, ich spiele es ja mit dem Emulator. Weil das Spiel befindet sich nicht in meiner Sammlung. Ich habe auch mal grob geguckt, das ist auch eins der teuren Module. Also das kriegt ihr nicht irgendwie für 5 Euro hinterhergeworfen. Da müsst ihr schon so eine dreistellige Summe für hinblättern. Das ist also wirklich wieder, das Spiel ist selten, aber nicht gut, wie es da so eine gibt. Es gibt ja gute und seltene Spiele, wie zum Beispiel Trip World. Aber, das duckt er sich sogar. Okay. Okay, das war das Level. Es gibt keinen Boss oder sowas, warum auch? Ich würde sagen, vielleicht versuchen sie ja so ein bisschen Varietät durch die Charaktere hier reinzubringen. Ich wähle mal hier Junkyard aus. Okay. Es ist dasselbe. Also, er wirkt sich genauso. Fans der Comic-Vorlage kennen ihn wahrscheinlich. Aber er wirft genauso. Nur, dass die jetzt anders aussehen. Was für ein Unterschied macht das? Ist jetzt vielleicht das Level anders? Oder ist die Musik anders? Also, der Charakter spielt sich auf jeden Fall nicht anders. Da hätte man ja so ein bisschen Variation irgendwie reinbringen können. Ach komm! Jetzt werde ich böse! Guck! Das ist doch ein Gitterzaun. Normaler Meschendrahtzaun. Und das sind da Türen da drin. Warum geht das da nicht durch? Verstehe ich nicht. Also, die Steuerung an sich geht klar. Ist jetzt nicht so wirklich schlecht oder sowas. Es fühlt sich alles knackig an. Ich springe hier gerade mal hier so wild rum. Nur halt, Technik ist halt sehr simpel. Und die Musik finde ich halt haknervig. Ich weiß, Musik ist immer Geschmackssache. Aber ich finde es einfach super nervig. Oh. Jetzt bin ich gestorben? Okay. Ich nehme mal an, das sollen dann quasi so die Leben repräsentieren. Weil jeder hat ja auch hier seinen eigenen seine Lebensenergieanzeige. Und wahrscheinlich, wenn dann alle tot sind, dann ist das Spiel zu Ende, nehme ich mal an. Aber auch der hier spielt sich nicht anders. Er schießt halt was anderes. Das ist irgendwie eine verpasste Chance. Denn so finde ich wirklich so eine Art, vielleicht verschiedene Spielstile irgendwie anpassen können. So nach Motto, es gibt einmal den Nahkämpfer, der ein bisschen mehr Leben hat und sowas. Ne? Also, okay. Der hat einen komischen Klumpfuß. Was ja auch. Ich stelle mich jetzt gerade aber wirklich selten dämlich an, ja? Also das liegt jetzt nicht am Spiel. Ich stelle mich dämlich an. Mal gucken, was der kann. Okay, der wirft Mikroskope und Frisbees oder Essenstablets. Keine Ahnung. Okay. Also, ne, das ist ein Motto, es gibt Level, wo man eher so ein bisschen als Nahkämpfer besser durchkommt oder als Fett. Hey, habt ihr das gesehen? Da habe ich den Rand aber erwischt. Also, ich will mal freimütig behaupten, fragwürdige Kollisionserfrage gibt es hier und da anscheinend schon. Aber ich würde sagen, wenn ich hier auf die Zeit gucke, ich habe schon gar keine Lust mehr. Das Level-Design, das wirkt so uninspiriert und langweilig. Auch hier, also es ist nicht der Dreck. Also ich frage mich, warum das teilweise unter den Flop 5 Game Boy ever gehandelt wird. Da wird es schlechtere Spiele geben. Ich glaube, das ist auch dieser irgendwie Videogame-Nerd-Effekt. Aber es ist halt technisch sehr rudimentär und das Spielsein ist einfach langweilig. Es macht keinen Spaß. Keine Ahnung. Also kauft es euch nicht, wenn ihr mal reinspielen wollt. Gerne, aber mehrere hundert Euro dafür auszugeben, um Gottes Willen.
bloß nicht. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.